Ach, ist das ein herrlicher Tag, Schatz. Sonne scheint, die Kinder spielen. Aber irgendwas fehlt noch. Wie wär's mit einem kalten Bier? Das ist gut. Zu wohl. Und wenn du dir auch so eine Bank bauen willst, dann schau dir jetzt das Video an, wie ich es gebaut habe. Viel Spaß! Falls du es noch nicht getan hast, dann bitte abonniere doch meinen Kanal und drücke den Notification-Button, damit du auch keine Videos verpasst. Sorry Leute, aber bei der Aufzeichnung dieser Szene ist was schiefgegangen mit dem Ton. Und deswegen habe ich den Ton nochmal extra aufnehmen müssen. Ein wichtiges Thema ist die Auswahl des Holzes. Ich will ein Holz für den Außenbereich, was ich auch nicht behandeln muss. Zuerst wollte ich sibirische Lärche nehmen. Das ist auf jeden Fall gut für den Außenbereich geeignet und ist auch witterungsbeständig. Allerdings hatte ich Sorge um das Harzen. Der Holzhändler hat mir das nochmal bestätigt. Vor allem bei Hitze harzt das Holz dann auch. Sowas kann ich auf einer Sitzfläche nicht gebrauchen, so eine klebrige Masse. Also das nächste Preis-Leistungs-Holz war oder ist Garapa. Das hat mir dann auch der Verkäufer empfohlen. Das ist ein südamerikanisches Holz und ist ebenfalls witterungsbeständig und sogar verzugsarmer als Lärche. Ich habe hier noch als Rahmenholz habe ich noch Douglasi. Das Holz wird über die Zeit etwas dunkelbrauner bis hin sogar zu grau. Das wird Lärche übrigens auch. Für mich ist das ein gewünschter Effekt sogar, das möchte ich gerne so haben. Wenn ihr das aber nicht haben möchtet, dann müsst ihr die Oberfläche ölen. Zuerst einmal schneide ich alles nach Plan zu. Abhängig von der Gesamtlänge der einzelnen Holzbalken bzw. Holzbretter habe ich versucht, den Zuschnitt so auszurechnen, damit ich möglichst wenig Verschnitt habe. Auf die Bretter habe ich mir die Schnittlängen notiert. Ich fange jetzt mit der Grundkonstruktion der Sitzflächen an. Ich lege eine Latte nebendran, damit ich grob einschätzen kann, wo ich die Löcher bohren muss. Die Vorbohrung ist wichtig, um ein Springen des Holzes beim Einschrauben zu vermeiden. So, das wird jetzt die Vorderseite der Bank und hier hinten kommen schon dann praktisch die Füße dran. So, das werde ich hier wie gerade eben auch so verschrauben. Und dann kommt hier noch eine Querverstrebung rein oder und hier kommen dann Pocket Holes rein. Mit Pocket Holes mache ich die dann fest. Warum? Weil ich hier sonst nicht mit den Schrauben dran komme. Oder ich müsste eine extrem lange Schraube nehmen, um irgendwie hier durch beide Hölzer zu kommen. Ich markiere mir die Stelle, wo ich das Bein haben will. Das sind 42,5 cm vom Boden zur Oberkante der Sitzfläche. So, ich nutze die Werkbank mit, um den rechten Winkel hinzukriegen. Lehne ich hier praktisch mit an. Ich nutze trotzdem auch immer wieder diesen Winkel als Hilfsmittel und kontrolliere auch die Winkel sonst wo. Nicht vergessen, nachmessen und gegebenenfalls nachjustieren. Ja.
So, das sind jetzt die Grundgerüste für die Sitzfläche für die beiden äußeren. Jetzt kommt hier in die Mitte praktisch der Rahmen für den Tisch. Keine Sorge, dass hier vorne keine Beine sind. Die Stütze bekommen wir durch den Tisch und durch die Armlehne später. So, ich habe hier 4x62 cm, 2x53 cm und 2x46,8 cm. Das sind die Tischbeine und das sind so Zwischenstücke. Insgesamt ist der Tisch dann 60 cm lang, von vorne gesehen, und soll zum Schluss 62 cm breit sein. Da aber die Latten, die dran kommen, noch zur Verkleidung 2,5 oder 2 cm breit sind, dick sind, brauche ich so ein krummes Maß wie 58 cm. Ich nutze hier teilweise Pocket Holes, um die Beine zu verbinden. So, ich habe jetzt die Sitzfläche hier vorne etwas höher gemacht als hier hinten, damit man ein bisschen schräg sitzt. Wir reden hier von einem Zentimeter, eineinhalb fast. Habe ich einfach mal Pi mal Daumen gemacht. Ich habe also hier immer noch die 44 cm, hier hinten so eineinhalb cm weniger, das wären dann 42,5 cm Höhe. Ja, dann verschraube ich die jetzt hier zusammen an den Tisch und dann geht's weiter. So, für die Rückenlehne kommt jetzt so ein Zwischenbrett mit rein. Ich habe jetzt hier aufgezeichnet 15 cm von der hinteren Seite eine Linie, also 15 cm bis hier vor. Dieses Zwischenstück kommt direkt hier, ist die Linie, und kommt direkt hier vorne dran, von innen natürlich. Ja. Dieses Zwischenstück kommt hier rein, so rum, nicht so rum, nicht so rum, sondern so rum. Nicht so rum, so rum. Wenn ich die Löcher bohre, versuche sie etwas versetzt zu machen, damit ich einen besseren Halt habe im Brett. So, die Stütze für die Lehne, die möchte ich hier festschrauben und hier von unten festschrauben. Hier oben ist okay. Hier unten will ich eine Schräge ansägen. Und alles, was man da machen muss, um die Schräge zu bekommen, ist messen von dieser Kante bis zum Auflagebrett. Das sind in meinem Fall 1,1 cm. Dann zeichnet man sich die 1,1 cm hier ein und verbindet die Linie mit der äußeren Kante. Meine Kappsäge hat einen Laser, was das Ausrichten vereinfacht. Keine Sorge, dass außen noch keine Beine sind. Die Armlehne wird dieses Bein sein und auch für Stabilität sorgen. So, für die Armlehne ist ja ein Getränkehalter vorgesehen. Bevor ich jetzt das zusammenbauen kann, muss ich das entsprechende Loch schneiden. Die Bierflasche mit
dem größten Durchmesser, das ich habe oder kenne, hat so ein bisschen unter 7 cm. Ich nehme jetzt 7 cm als Durchmesser. Ich denke, das reicht, damit die Flasche da reinpasst. Und alles andere, hoffentlich passt da auch rein dann. Ich habe jetzt hier, um das zu schneiden, was richtig cool ist. Das ist ein Kreisschneider. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das werde ich jetzt dafür nutzen. Und damit kriegt man perfekte Kreise hin. Ich habe das allerdings noch nicht mit Hartholz probiert. Das erste Mal. Ich hoffe, das hält's durch. Ich brauche ja nur 2 Löcher. Upala. Das stellt man ganz einfach. Das kann man ganz einfach einstellen. Hier ist eine Skala. Und dann stellt man es praktisch auf seine 7 cm ein. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Und das gleiche hier drüben. Und dann kann man loslegen. Und das spannt man dann in die Bohrmaschine. Lalalala, gluck, 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 gluck. Mmh, das schmeckt mir gut heute. Das Bohrloch mache ich 12 cm von der Vorderkante entfernt. Das hat ja super geklappt, viel besser als ich es erwartet habe. Also ich habe jetzt hier einen perfekten Kreis, so kenne ich auch diesen Kreisschneider. Die Bierflasche passt hier super rein. Ich habe sogar der Skala nicht so wirklich getraut und habe ein bisschen mehr gegeben. Also ich habe jetzt hier ein Loch von 7,5 und ich habe da auf der Skala auch 7,5 eingestellt, weil ich befürchtet habe, dass es die Skala nicht richtig stimmt, aber die stimmt exakt. Jetzt habe ich hier ein 7,5er Loch Durchmesser. Auf was man auf jeden Fall achten muss, wenn man das Hartholz hier benutzt, sieht man, glaube ich, auch, als wenn ich bohre, dass man langsam machen muss. Man muss unbedingt langsam vorgehen, sonst bleibt der Bohrer vielleicht auch stecken. So, jetzt muss ich die Bretter noch anfasen an den Kanten, da wo es notwendig ist. Das mache ich jetzt mit dem Fräser. So, in diesem Brett bohre ich jetzt 2 Löcher rein, um die Querstrebe für die Armlehne zu befestigen. Ich nutze jetzt für das komplette Projekt Edelstahlschrauben. Die sind wichtig, denn im Außenbereich korrodieren die nicht. Und Korrosion wollen wir ja vermeiden. Diese Schraube ist eine Viererschraube und ich nutze zum Bohren eine 4,5 Bohrer. Das ist auch wichtig, denn das Holz bewegt sich ja oder arbeitet, dehnt sich aus. Und damit es ein bisschen Platz hat, um das zu tun, nehme ich ein bisschen größeres Loch. So, das ist jetzt die Oberseite der Armlehne. Da kommt der Arm dann drauf, ne? Und hier die Flasche rein. Jetzt ist es so gedacht, dass ich hier so ein Brett nehme und es kommt dann hier drauf, ne? Und hier hinten ebenso. Wie ihr seht, bemühe ich mich nicht, die Schrauben zu verstecken, da ich das Projekt möglichst einfach verwirklichen will. Man kann aber sicherlich die Bank so bauen, damit man keine einzige Schraube sieht, mit zum Beispiel Winkeln, Pocket Holes, Einschlagmuttern und so weiter. Probiert's aus, wenn ihr wollt. Hier müsst ihr unbedingt darauf achten, wenn ihr den Balken festschraubt, dass er die gleiche Höhe nimmt. Also die Höhe von hier nach da muss die gleiche sein wie von da nach da. Das sind in meinem Fall 37 cm. Hier hinten haben wir natürlich ein Gefälle gemacht. Da sind es ein bisschen weniger. Und dann wird das Ganze hier dran festgeschraubt.
So, jetzt mache ich die Halterung für die Flasche. Sprich, also wenn man eine Flasche nimmt und sie von oben durch das Loch steckt, muss sie ja von unten gehalten werden, damit sie ja nicht durchfällt. Dazu nehme ich hier zwei Reststücke vom Sägen. Das würde ich euch auch empfehlen. Und es wird hier so ein rechter Winkel gemacht. Dann habe ich hier solche Winkel. Die werden hier drauf geschraubt. Einmal hier und einmal hier von unten. Und dann kommt jetzt an die Armlehne. Ich würde euch empfehlen, das hier erst so zu bauen, die Konstruktion, und dann an die Armlehne dran zu bauen. Das ist einfacher dann für euch. Ich nehme hierfür kurze Schrauben. Jetzt fange ich mit der Verkleidung an. Für den Tisch lege ich mir die Teile erstmal trocken hin. So, ich möchte gerne die Bretter hier ausrichten. Und als Abstandshalter zwischen den Brettern nutze ich hier 2 Euro Münzen. Stecke ich es einfach hier dazwischen. Und hier. Und somit habe ich immer den gleichen Abstand. Für das Ende des Tisches muss ich ein Brett zusägen, um einen bündigen Abschluss zu bekommen. Dazu nutze ich meine selbstgebaute Tischkreissäge. Es poppt jetzt oben rechts ein Link zum Bauvideo, falls ihr euch auch so eins bauen möchtet. Solche verbrannte Stellen, die man zum Beispiel vom Sägen bekommt, kann man wegschleifen. Ich nutze dafür einen Exzenterschleifer, 80 über Papier. Also, damit die Tischklappe hoch und runter klappbar ist, habe ich mir hier so ein Schwenkscharnier geholt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so heißt. Das hat einen Durchmesser von weniger als 14 mm. Ne? Und ich muss also entsprechend hier ein Loch bohren. Ich habe mir einen 14er Bohrer geholt. Und hier gibt es eine Schraube, mit der man das dann entsprechend aufspannen kann. Drückt es dann praktisch auseinander und dann sollte das halten. Ich befürchte nur, dass ich ein bisschen zu dick, das Teil ein bisschen zu dick gekauft habe. Müssen wir mal schauen, ob das klappt, ob das nicht irgendwie ausreißt. Dann als nächstes benutze ich diesen Bohrständer, bohre ich das hier rein. Das ist jetzt natürlich kein Problem. Allerdings muss es auch, hier ist das Gegenstück, das ist ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich unter den Bohrer komme. Mal sehen, wie ich das löse. Wie vorhin schon erwähnt, kann man mit dieser Schraube die Scharniere weiter in das Holz einspannen. Ich lege das Gegenstück gegenüber und zeichne mir auf, wo die Scharniere in das andere Werkstück rein muss. Ich bohre hier vor, damit ich mit dem Werkstück unter den Bohrtisch komme. Ich schaue mir an, ob alles passt. Ich stecke die beiden Teile aber noch nicht zusammen, damit es beim Zusammenschrauben des Deckels nicht stört. Ja, das Video wurde doch länger als erwartet, deswegen musste ich 2 Teile draus machen. Ich sehe euch im nächsten Video. Ciao!